Ja, meine Freunde, jetzt nochmal ein Video zwischen den Videos, denn um 13 Uhr kommt das eigentliche Hauptvideo, was es heute geben sollte. Und zwar kommt da der Ausblick auf den FCM, also unser Samstagsspiel. Checkt das gerne ab. Vorhin ja noch das Diego-Video, könnt ihr auch gerne abchecken. Und jetzt aber das Thema, das Event, nee, das Auswärtstrikot. Auswärtstrikot raus mit einer sehr gewöhnungsbedürftigen Farbe. Wir schauen es uns an. Ich möchte von euch direkt mal vorab von 1 bis 10 die Bewertung haben hier in den Kommentaren. Schreibt es gerne rein. Was sagt ihr zu diesem Trikot? Ich finde es, wie gesagt, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, würde ich schon sagen. Aber ja, es ist irgendwo vielleicht auch eine Geschmackssache. Noch gespannter bin ich dadurch jetzt, was das Event-Trikot für eine Farbe haben wird. Also ich muss ja sagen, das Home-Trikot habe ich ja wirklich sehr, sehr gut bewertet. Das ist wirklich für mich eine 9 oder 10 von vorne. Ich finde das einfach mega geil. Am Ende ist es immer Geschmackssache. Von vorne finde ich es aber mega geil. Von hinten muss ich sagen, finde ich es nicht so geil, weil genau so haben wir ein Trikot damals schon gehabt. Also 1 zu 1 genauso. Nur halt mit anderen. Also wir machen jetzt hier mal Dings. Ach komm, machen wir einfach mal so. Jetzt halt mit Weiß hinten. Wir hatten das damals, glaube ich, mit Orangen Nummer, aber genau das von hinten hatten wir schon. Wirklich 1 zu 1 gefühlt. Also die jetzt wissen, was ich meine, haben auch das Trikot direkt vor Augen. Hier muss ich sagen, jetzt irgendwie. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Es ist wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ich bin sehr gespannt, irgendwie, ob das hier noch. Ich kann jetzt gerade noch nicht ganz so viel damit anfangen. Also mit der Farbe. Ist nicht so meins, sage ich. Ich sag ehrlich, 5 von 10 so. Ich finde das mit dem Green Agent wieder sehr gelungen. Kein Wiesnhof, sondern dieses Green Agent, auch ohne weißen Kasten, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich finde hier auch an den Ärmeln das nicht so verkehrt. Auch, dass das so rüber geht, auch nicht so verkehrt. Aber ich weiß es nicht. Es ist einfach von der Farbe her sehr gewöhnungsbedürftig. Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem auch holen, ist klar. Aber stand jetzt so vom ersten Eindruck, sage ich 5 von 7. Wie sah das jetzt nochmal hinten aus? Mal gucken hier. Machen wir jetzt hier nochmal hier einfach irgendwen drauf gerade. Da bin ich auch gespannt, wie das dann wird. Das sieht so sehr, sehr leicht nur gedruckt aus, ne? Weiß nicht, wie ihr das seht, aber. Ja gut, muss man mal gucken, ne? Muss man mal gucken, muss man mal abwarten. Vielleicht wirkt es in echt nochmal ein Stück was anders. Ich meine, wir haben ja hier auch das Ganze so nochmal. Ja, in echt könnte es vielleicht nochmal ein Tick geiler wirken. Aber ich sag mal so, ich bin noch nicht so ganz davon überzeugt. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare, bin gespannt.